Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um das Unbundling gehen. Die Entflechtung der Stromnetze war in verschiedenen anderen Videos schon immer mal ein Thema. Ich habe das immer schon mal angeschnitten, aber mir ist aufgefallen, ich habe noch gar kein richtiges, dezidiertes Video für dieses Thema gemacht und das folgt eben heute. Das Unbundling, die Entflechtung der Stromnetze, ist im Energiewirtschaftsgesetz geregelt im Teil 2 namens Entflechtung und umfasst die Paragraphen 6 bis 10. Und was es konkret macht, ist eben das Stromnetz von den anderen Bereichen der Wertschöpfung in der Energiewirtschaft zu trennen. Das hat einen ganz konkreten Sinn, wenn wir uns mal die Historie der Energiewirtschaft anschauen. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Dazu reisen wir zurück an das Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1880er Jahren entstanden so die ersten richtigen Elektrizitätskraftwerke. Die hatten natürlich Betreibergesellschaften. Diese Betreibergesellschaften haben also die Kraftwerke gebaut, dann haben die Stromleitung vom Kraftwerk durch die Stadt, durch die Landschaft gebaut und wer an dieses Stromnetz jetzt angeschlossen wurde, der wurde ja automatisch von der Betreibergesellschaft des Kraftwerks versorgt. Das heißt, das war ein ganz natürliches Monopol. Wer das Kraftwerk betreibt, der baut die Leitung und der versorgt natürlich auch den Endkunden. Dieses natürliche Monopol hat ja bedeutet, dass man jetzt nicht irgendwelche anderen unabhängigen Wettbewerber in irgendeiner Form zugelassen hätte, weil warum sollte man die in sein eigenes Stromnetz lassen? So entstanden also in allen möglichen Städten die ersten Kraftwerke und dementsprechend auch die ersten Kraftwerksbetreibergesellschaften. Die wurden dann teilweise mal rekommunalisiert, sodass es hier und da die Stadtwerke gab und ansonsten eben die privaten Energiekonzerne, die nach und nach entstanden sind. Die ganz konkrete Historie der Energiewirtschaft werde ich mal in einer längeren Videoreihe in der Zukunft genau auseinandernehmen. Das ist aber wirklich richtig, richtig viel, aber eben auch super spannend. Die Energiewirtschaft hat sich also immer weiter zu einem richtig natürlichen Monopol für den Kunden vor Ort entwickelt. Und das war natürlich nicht ganz im Sinne der freien Wirtschaft, sodass im Jahre 1996 eine EU-Richtlinie in Kraft getreten ist, die praktisch die Elektrizitätsmarktliberalisierung umsetzen sollte. Die hat zur Folge gehabt, dass 1998 das Energiewirtschaftsgesetz, das erste Mal seit über 60 Jahren geupdatet wurde, eine Novelle erfahren hat, aus welchem unter anderem die Bundesnetzagentur in ihrer ersten Form entstanden ist und eben auch das Unbundling, die Entflechtung der Stromnetze, in Kraft getreten ist. Diese Entflechtung hat mehrere Stufen, die auch nicht immer gezwungenermaßen auf alle Netzbetreiber zutrifft, aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Beginnen wir mit der ersten Stufe der buchhalterischen Entflechtung. Das bedeutet, dass die Konten, die Bilanzen und die kaufmännischen Vorgänge voneinander getrennt werden sollen. Das heißt, eben genau diese Konten und Vorgänge vom Verteilnetz sollen getrennt werden von der Versorgungsgesellschaft, sodass hier erstmal eine Grundlage dafür geschaffen wird, dass die kaufmännischen Interessen vom Netzbetreiber und vom Energieversorger voneinander getrennt werden. Die zweite Stufe ist dann das informatorische Unbundling. Das heißt, die Kundendaten, die Datenbanken und die IT-Systeme sollen voneinander getrennt werden. Das macht dann den ganz konkreten Sinn, dass man über voneinander unterscheidbare Anmeldungen an das IT-System schon dafür sorgt, dass ein Mitarbeiter, der in der Energieversorgung arbeitet, nicht unmittelbar auf die Daten des Verteilnetzes zugreifen kann. Das Verteilnetz hat ja eigentlich die wirklich ganz konkreten und korrekten Daten der Energiewirtschaft, so sollte es zumindest sein. Und deswegen hat man natürlich, wenn man auf diese Daten zugreifen kann, immer einen gewissen Vorteil gegenüber freien Wettbewerbern, wenn man einen Endkunden anmelden möchte. Aber genau das wird eben durch diese informatorische Entflechtung verhindert, indem der Mitarbeiter der Energieversorgung nur auf seine Daten zugreifen kann und der Mitarbeiter des Netzbetriebs eben auch nur auf seine Daten zugreifen kann. Jetzt gibt es eine dritte Stufe, bei der es schon eine Abgrenzung gibt. Die gilt nämlich nur, wenn der Netzbetreiber mehr als 100.000 angeschlossene Kunden bzw. Zählpunkte oder eben Marktlokationen hat. Mehr als 100.000. Und dann greift die dritte Stufe der operationellen Entflechtung. Das bedeutet, dass das Personal voneinander getrennt wird. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Mitarbeiter vom Verteilnetz und die Mitarbeiter von der Energieversorgung nicht mehr im selben Büro arbeiten sollen. Bestmöglich auch nicht mehr im selben Gang, weil natürlich, wenn man mal gemeinsam zur Teeküche geht, dann kann man sich trotzdem über verschiedene Vorgänge unterhalten und das entspricht hier natürlich nicht der Entflechtung. Also sollen die bestmöglich voneinander räumlich getrennt werden und es bedeutet im Zweifel, dass die verschiedene Standorte in der Stadt haben. So könnt ihr euch mal sehr gut erklären, warum bei eurem Stadtwerk es verschiedene Standorte für die Versorgergesellschaft und für den Netzbetrieb gibt. Das ist ganz einfach die operationelle Entflechtung. Die vierte Stufe ist die gesellschaftsrechtliche Entflechtung. Das bedeutet, dass es dann nicht nur die räumliche Trennung gibt, sondern dass es eben auch unterschiedliche GmbHs gibt.
Hier sollen nämlich die Geschäftsbereiche ganz konkret voneinander getrennt werden. Und das macht man, indem man eine GmbH für die Versorgergesellschaft und eine GmbH für die Netzgesellschaft gründet. Jetzt ist es auch ganz logisch, warum ihr im Zweifel bei euch vor Ort eine Versorgergesellschaft als eigene GmbH und eine Netzgesellschaft als eigene GmbH mit eigenen Standorten jeweils habt. Diese Regel gilt aber, wie gesagt, nur, wenn der Netzbetrieb mehr als 100.000 angeschlossene Kunden hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann greift eben eine De Minimis-Regelung und dann darf man im Shared Service beides immer noch zusammen darstellen. Aber trotzdem mit den ersten beiden Stufen des Unbundlings, dass also sowohl die buchhalterische Trennung als auch die informatorische Trennung durchgesetzt wird. Jetzt gibt es noch eine fünfte Stufe des Unbundlings, die ist nicht ganz so oft beachtet, weil sie eben auch nur auf die vier Übertragungsnetzbetreiber zutrifft. Und das ist die eigentumsrechtliche Trennung. In der gesellschaftsrechtlichen Trennung haben wir zwar die GmbHs voneinander getrennt, die dürfen aber immer noch in derselben Holding sein, das heißt in derselben Stadtwerke Holding und dementsprechend sind sie immer noch im selben Konzern. Sie haben zwar voneinander getrennte Geschäftsführungen und Geschäftsbereiche, aber sie sind immer noch im selben Konzern. In der fünften Stufe bei den Übertragungsnetzbetreibern greift das eigentumsrechtliche Unbundling und dementsprechend soll hier das Verteilnetz oder dann eben das Übertragungsnetz wirklich komplett von der restlichen Gesellschaft getrennt werden und das macht man, indem hier die Anteile verkauft werden. Das bedeutet ganz konkret, dass die Übertragungsnetzbetreiber, die früher mal zu E.ON, zu RWE und Vattenfall gehört haben, jetzt nicht mehr dort mit reingehören. Die haben jetzt andere Eigner, die gehören jetzt verschiedensten Investoren. Ihr habt gerade beachtet, ich habe nur drei Übertragungsnetzbetreiber genannt. Der vierte, Transnet BW, gehört immer noch zur NBW. Und zwar, weil die eine Sondergenehmigung haben. Das habe ich im Video zu den Übertragungsnetzbetreibern schon mal ein bisschen erklärt. Transnet BW ist der kleinste Übertragungsnetzbetreiber und die NBW als Konzern gehört dem Land Baden-Württemberg und verschiedenen Kommunen in Baden-Württemberg und deswegen gibt es hier eine Ausnahmeregelung. Transnet BW darf durch Freigabe der Bundesnetzagentur und anderer Aufsichtsbehörden immer noch Teil des Konzerns der NBW sein. Aber die anderen Übertragungsnetzbetreiber, die drei etwas größeren, also 50 Hertz, Amprion und Tenet, sind ganz klar von ihren ehemaligen Konzernen getrennt. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Unbundling? Dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Seid ihr ein Stadtwerk und ihr braucht unbedingt mal ein richtig gutes Seminar, bei dem solche Zusammenhänge mal wirklich anschaulich erklärt werden, dann kann man mich buchen. Dazu die Infos auch unten in der Videobeschreibung. Hier zeige ich euch jetzt mal noch zwei weitere Videos an, die dieses Thema rund um den Verteilnetzbetrieb ein bisschen genauer aufzeigen. Und ansonsten gilt es nur noch, diesem Video bitte einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und das nächste Mal wieder einzuschalten hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.